Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Vegetarisch. Ja, ich möchte mit euch heute am Haus weiterbauen hier. Und gleichzeitig habe ich mir ein schönes aktuelles Thema rausgesucht. Und zwar betrifft das Apple mit dem neuen Betriebssystem iOS 7. Ja, kann ja schon mal das erste, worüber ich reden möchte, ist das neue Control Center. Also, das haben sich. Ich muss mir den Sound noch kurz leise machen. Das haben sich ja viele Leute gewünscht, dass es ein neues Control Center gibt, dass man sozusagen auch im Lockscreen, also wenn man die Standby-Taste gedrückt hat, also im Standby-Modus, da Bluetooth anmachen kann und so. Und das soll es jetzt im neuen Betriebssystem geben. Natürlich sind noch Änderungen vorbehalten und so, aber das, also da denke ich jedenfalls, dass das bleiben wird. Und das ist jetzt sowas, was sich viele gewünscht haben. Also das neue Control Center soll. Von man konnte ja vorher noch von unten nach von oben nach unten wischen, um das Task Center hieß es, glaube ich, ja, zu ordern, also her zu anzuzeigen. Und jetzt kann man von unten nach oben wischen, um das Control Center, ja, Namen wieder vergessen, um das Control Center zu aktivieren sozusagen. Dort soll man sozusagen gleich einfach den Flugmodus aktivieren können oder Wi-Fi aktivieren, deaktivieren, Bluetooth aktivieren, deaktivieren, Nachtmodus aktivieren, deaktivieren oder das Gerät direkt einfach verriegeln oder die Helligkeit verstellen, Musik anmachen direkt, sonst muss man ja immer noch so nach links, also Doppelklick. Und dann nach links, um Musik anzumachen und so. Jetzt kann man aber direkt einfach auch nochmal Lautstärke da einstellen und so. Das ist schon cool. Außerdem gibt es eine Taschenlampenfunktion. Das ist zum Beispiel ziemlich praktisch, wenn man im Standby-Modus ist und mal eben was suchen will in seinem Zimmer oder so, dann aufwacht und dann erstmal diese Taschenlampen-App rausholen muss und so. Und da gibt es dann ganz einfach die Taschenlampenfunktion. Das wird, denke ich, kein Flop werden. iOS 7, das wird, das hat Mensch auf der Vorstellung da schon viele Menschen so angesprochen selber. Die waren begeistert, die meisten. Warum brauche ich das eigentlich hier draus? Ich hätte es so viel schöner machen können, das Haus. Wenn ich das Texture Pack wechsle. Ich bin hier im Verburnt Texture Pack. Das ist das Feather Song, nur da habe ich den Sponge bearbeitet, damit er durchsichtig ist. Default. Boah, wie hässlich. Boah. Ich glaube, wir wollen das alles mal wieder ab. Ja, ich bin cool, ne? Was brauche ich irgendwie für ein Adventure-Map? Sonst ist nämlich das einfach das Feather Song. Texture-Pack, man kann Airdrop. Das ist eine Funktion, die ich gleich nochmal erklären will. Ich will mal eben vorher was im Ofen brennen. So. Ja. Da kann man einfach, wenn man sozusagen mit Leuten im WLAN ist oder die in der Nähe sind, einfach per Airdrop Dateien sowie Bilder und so einfach denen zeigen und dann können die sich das runterladen und so. Das ist, man kann ja auch direkt auf den Taschenrechner zugreifen oder auf die Kamera. Genauso wie auf AirPlay. Das soll auch beim iPad 5 funktionieren. Das sollte eigentlich schon längst beim iPad 5 funktionieren, dass es AirPlay gibt, so, aber das funktioniert irgendwie nicht. Jedenfalls bei meinem iPod nicht. Und ja, das soll dann da funktionieren. Ich habe das hier aus Versehen falsch gebaut, deswegen baue ich das gerade alles wieder ab. Nur für die, die es gerade nicht gecheckt haben. Also, das muss man eben hier kurz runter scrollen. Das AG Notification Center hieß das. Das neue Notification Center hat mehrere Einstellungen. Also, einmal früher gab es einfach nur, dass einfach alle Nachrichten, alle Push-Benachrichtigungen und dann noch Aktien und so angezeigt wurde. Jetzt kann man da zum Beispiel auch Aktien rauslöschen, wenn man es da nicht mehr haben will. Außerdem kann man nur die Sachen von heute angucken, die alle oder die man selbst nicht gesehen hat. Das heißt, wenn man nicht da war und das dann Mist ist, aber es irgendwie nicht angezeigt wurde, dann kann man das da oben nochmal einsehen sozusagen. Außerdem kann man da noch wichtige Geburtsdaten sehen, zum Beispiel bei Today halt, dass der und der Geburtstag hat oder einen berühmten Spruch, der an dem Tag gesagt wurde irgendwann mal, oder eine berühmte Person, die da Geburtstag hat, kann man alles da einstellen. Oder wichtige Kalender Sachen, ja, genau. Und dann bei dann sieht man auch verpasste Anrufe oder
wenn man in AirDrop ein Foto bekommen hat, dann sieht man das da auch. Oder ja, oder wenn jemand die Nachricht geschrieben hat. Multitasking, das war früher ja schon, das ist in iOS 4 dazu gekommen, glaube ich, dass man dann sozusagen schon, wenn man eine andere App offen hatte, trotzdem im Hintergrund Musik hören konnte. Das ging ganz früher nicht, das weiß ich noch. Da habe ich mich immer aufgeregt, dass ich Musik angemacht habe, eine andere App reingegangen war, die Musik war wieder aus. Das ist jetzt, haben wir das anscheinend, ja, nochmal verbessert alles, das Multitasking. Früher konnte man ja einen Doppelklick machen, um sozusagen ins Tasking Center zu kommen und die Apps zu löschen, die da sozusagen genervt haben, weil die den Arbeitsspeicher für unnötig belastet haben und so. Das ist jetzt noch besser, weil man einen kleinen Einblick in die App erhält, ob die App halt gerade irgendwie in einer wichtigen Sache ist, die man doch nicht schließen will oder so. Ja. Außerdem kann man da direkt unten auf drei weitere Apps zugreifen, die man da so festgelegt hat, also Music oder Kalender, was weiß ich, was man da halt alles braucht. Wenn man hier können. Jetzt kann man einfach da löschen, genau. Und es ist jetzt mit. Ach nee, das habe ich gerade falsch gesehen, Entschuldigung. Und es ist auch mittlerweile jetzt so, dass du auf dem Homescreen nicht mehr unten nur noch vier Sachen so haben kannst, sondern einfach mehrere, die unten in der Leiste sind, die da unten vorbeigeschoben werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Kamera hat jetzt auch neue Funktion sozusagen. Es gibt nicht mehr nur noch die Kamera, sondern dass du dann immer umstellen musst, ist zwischen Video und Foto. Jetzt switcht man einfach so mit dem Finger nach links. Dann ist das schon direkt in der Fotoeinstellung, in der Kameraeinstellung. Dann kann man Panorama nach oben rechts einstellen, wie auch immer. Was das Panorama soll auch irgendwie verbessert worden sein. Ist jetzt schneller funktionieren. Früher hat das, war das manchmal noch verwackelt und so. Das haben die auch irgendwie noch verbessert. Oder zwischen, es gibt jetzt noch mehrere Fotofilter, die integriert sind. Live-Fotofilter. Weil bei Instagram oder so, keine Ahnung, gibt es ja auch Fotofilter, aber das, du musst das Foto aufnehmen, bevor du da das eins bearbeiten kannst. Dann siehst du nicht, wie das aussieht. Ups. Und hey, ja, das ist auf jeden Fall schon mal verbessert, die Kamera. Also die Kamera ist nicht verbessert, aber die Kamera-App ist verbessert, mit der du die Kameras aufnimmst. Muss man eben hier nochmal. Genau, ah ja, man kann auch Square aufnehmen, also so viereckig. Die Foto-App mit den gesamten Fotos hat sich auch verbessert, da in jedem Foto ja Daten gespeichert sind, das ist wirklich so, dass in jedem Foto Daten gespeichert sind, wo das aufgenommen wurde, also GPS, wenn man GPS-Empfang hat, wann das aufgenommen wurde, mit was für einer Kamera, es leckt gerade irgendwie bei mir hier. iTunes ist nicht offen. Ja, ich will jetzt nicht schlecht über iTunes reden, weil iTunes ist, ich will jetzt, ja, es ist ein bisschen kacke, Alter. Ja, ich rede jetzt einfach weiter. Wenn es gerade so leckt. Ich weiß nicht, warum das immer bei mir so leckt. Am Anfang ist es perfekt und dann später leckt es einfach. Ich glaube, Fraps hat irgendein Problem. So. Habe ich hier noch Sticks drin? So. Und 3. Warum mache ich mir eine Eisenspitzhacke? Ja. So. Mensch. Ja. Und jetzt werden diese Daten von der Foto-App verwendet, um zu speichern. Dann kannst du das einmal sortieren nach Orten, wo du was aufgenommen hast. Dann sortiert er das nach Orten. Du kannst es nach Daten sortieren. Du kannst es nach irgendwas anderem ging es noch. Dann kannst. Na, ich habe nur Frame pro Sekunde gerade. Also ich rede jetzt einfach mal kurz weiter. Jetzt geht's wieder. Einigermaßen. 10 Frames besser als einer. Sonst habe ich über 60 Frames immer an so einer Aufnahme. Aber das spackt manchmal. Ich habe das Gefühl, dass bei mir irgendwie ein Fehler ist in meinem Fraps. Ich muss es, glaube ich, nochmal neu installieren. Weil es ist immer so, dass wenn ich mit Fraps aufnehme, läuft es scheiße. Und mit dem anderen Programm, wo es noch im Hintergrund gerendert hat, da war es auch scheiße. Ich hätte den Stein noch nicht mehr abreißen müssen, das ist eigentlich sogar relativ. Ja, ich habe schon wieder falsch gemacht. Ich wollte was komplett anderes machen. Ich weiß jetzt aber was. Und jetzt mache ich es nicht falsch diesmal.
Sonst kann ich die Steine wieder da reinpacken. Naja, egal. Na jetzt. Okay, ich sag nichts. Es geht doch nicht. Oh, da kann noch mehr rein. So. Wollte mich eigentlich verarschen. Selbst im Crafting Table habe ich nicht genug FPS. Stone Bricks. 28 Stück. Das ist das, was ich haben wollte, weil die sehen hier verdammt gut aus. Ich sage auch nichts zu meinen FPS, weil die jetzt gerade wieder laufen. Und gleich dann wahrscheinlich wieder nicht mehr. Ich kenne sie doch. So. Ja, das waren schon alle. Wir müssen sie wieder warten, bis sie wieder neue sind. 10 Stück. Das ist nicht viel, aber da können wir auch nochmal wieder 12 draus machen. Richtig. So. Ja. Also das, die Fotos ist auf jeden Fall verbessert. Ich meine, wenn diese Daten gespeichert werden, dann kann man die ja auch ruhig dazu verwenden. Ich meine, wenn die gespeichert werden, vorher waren die zu nicht, wurden die einfach so gespeichert und jetzt bringen die einem auch was. Airdrop habe ich ja schon erzählt, dass man mit Nachrichten oder Mails sozusagen mit anderen in der Umgebung so teilen kann oder Fotos oder bei denen Airplay, das heißt, du machst auf deinem Gerät was und es wird auf dem anderen abgespielt. Das ging ja, das ist einfach cool. Ja, über den Rest werde ich im nächsten Part erstmal sprechen. Ich muss erstmal kurz Cut machen und dann geht es im nächsten Part mit iOS weiter, ja? Ciao.